Servus Leute, ich bin der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir öffnen heute gemeinsam meine Foot Champions Weekend League Rewards. Und nicht zu vergessen, Division Rivals. Ich werde mir gleich nochmal überlegen, werde ich die Münzen nehmen oder nehme ich vielleicht die Packs, muss ich gleich schauen. Weil die Münzen könnten logischerweise Gold wert sein. Das aktuelle Team of the Week bietet da sehr gute Sachen an, um zu investieren. Darüber soll es auch zu Beginn auch gleich gehen. Und die erste richtig dicke Neuerung, die Rewards kommen schon um 9 Uhr morgens. Das wird das ganze Jahr wahrscheinlich jetzt so sein, also ist für uns alle eine kleine Umstellung. Aber finde ich, ist gar nicht mal so verkehrt. Somit werden wir immer die Rewards so gegen 12 Uhr hochladen. Und heute kommt übrigens ein Double Upload. Die zweite Folge von United wird am Start sein. Schaltet da unbedingt gerne ein. Und ich bin schon aufgeregt, was ich in meinen Player Picks bekomme. Das Team of the Week ist nicht das allerbeste. Habe ich auch schon in meinem Stream gestern gesagt. Und vielen Dank übrigens für den Support. Das war legendär. Und übrigens könnt ihr gerne natürlich auf diesem Video ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich mega freuen. Support ist kein Mord. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mich natürlich kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Um schon mal auszusuchen, über welche Spieler ich mich brutal freuen würde, ist natürlich Timo Werner, Mertens, der gute Felipe Anderson, Quaresma wäre auch nicht verkehrt. Ja, und dann gibt es auf der Bank noch Richarlison, vielleicht noch Thorgan Hazard und das war's dann schon. Also eher so ein dürftiges Team of the Week. Auf keinen Fall eine Katastrophe, das finde ich nicht, weil schaut euch mal den Sturm an, der ist schon mal nicht schlecht. Aber gehört bis jetzt eher zu einem der schlechteren Team of the Week. Und ganz interessant, Sterling, 2 Tore gemacht, 2 Tore vorbereitet. Wo ist der Mann? Ich sehe ihn nicht. Und oftmals, so war es in den letzten Jahren, wenn EA ein richtig schlechtes Team of the Week rausgehauen hat oder zum Beispiel so Spieler wie Sterling einfach mal weglässt, dann war es häufig so, dass irgendwas Krasses auf uns zugekommen ist. Vielleicht kommt heute Abend ein richtig fettes Event. Vielleicht bekommen wir morgen Prime-Icons. Ich meine, Spieler des Monats kommt ja morgen. Aus diesem Grund werden wir jetzt auch die Münzen sammeln. Und wer weiß, vielleicht springen so 200.000 für uns raus. 100.000 sind schon mal safe. Und jetzt, Leute, für die Investition. Dadurch, dass morgen Spieler des Monats ist, ist es vielleicht heute noch der perfekte Tag zu investieren. Vor allem in Informs. Wenn Prime-Icons kommen, werden die Informs steigen, weil die Prime-Icons werden jetzt wahrscheinlich ziemlich krass sein. Da werden vielleicht richtig brutale Kaliber reinkommen. Und da haben wir schon die Auswechselbank. Wir haben einen Spieler von der MLS, das ist auch noch gut, da wird noch ein Video dazu kommen. MLS, die Saison ist jetzt dann zu Ende und da wird ein Spieler des Jahres rauskommen. Vielleicht wird es Martinez, vielleicht Ibrahimovic und dann kommt eine SBC und dann braucht man vielleicht die Informs. Holt euch einmal vielleicht diesen Steffen. Falls ihr 1 Million Münzen habt, dann holt euch jeden einzelnen Discard-Inform einmal, so würde ich es machen. Der nächste Schritt wäre dann, uns auf 1, 2, 3 Spieler zu spezialisieren, die vielleicht 20 Mal holen und auf die Transferliste schmeißen. Chester, 2. englische Liga, holen wir uns auch. Dann haben wir den französischen Innenverteidiger. Leute, 82er Bewertung, französische Liga, Franzose, super zum Linken. Geht Richtung 12.000 Münzen, ist ein sehr guter Preis, wie ich finde. Könnte auf jeden Fall auf 15.000, 16.000 hochschießen. Dann haben wir Juan Jordan. Ist auch gerade bei 12k. Das Ding ist, viele wissen halt jetzt, Spieler des Monats steht vor der Tür. Deswegen muss man die Spieler mitnehmen, die Richtung Discard einfach gehen. Da sind auch die Preise jetzt nicht unbedingt bei 10.000. Das war vor 2 Wochen so. Und die Leute, die davor investiert haben, haben natürlich Jackpot, weil die richtig schlechtesten Abschlussinformen sind halt jetzt bei 12k. Und falls eine Challenge kommt, dann springen die mal ganz schnell hoch. Der Kollege, gell? Rechter Mittelfeld oder rechter Stürmer und kostet nur 11k. Den muss man mitnehmen. Erstens ist immer so, Rechtsmittelfeld, Linksmittelfeld ist immer ein bisschen teurer, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Informs auch. Für seine Position ist seine Karte nicht so wirklich brauchbar, aber das spielt uns in die Karten, den nehmen wir mit und das ist auch so ein Kandidat, den ich mir vielleicht 10, 20 Mal holen werde. Guzman mitnehmen, den Schweizer mitnehmen und Scheffler, 2. Bundesliga, den gönnen wir uns auch. Und jetzt die richtig heißen Kandidaten finden wir auch in der Startelf, zum Beispiel den Torwart, könnte man sich schnappen. Und jetzt bin ich gespannt, okay, der kostet 16.000 Münzen. Ich habe das auch gestern ungefähr im Stream so eingeschätzt, dass er bei 16k sein wird. Obwohl er schon bei 16.000 ist, ist es trotzdem ein sehr guter Preis und ich werde mir den auch schnappen. Vielleicht nicht 10 Mal, aber ich hole ihn mir wahrscheinlich so 3-4 Mal auf jeden Fall. Weil falls tatsächlich Spieler des Monats Aubameyang rauskommt, man wird Informs brauchen, dazu noch England. Früher oder später wird er wahrscheinlich auf 25 bis 30k hochgehen, weil er zum Beispiel für Prime Icons benutzt werden wird. Und hier haben wir Ramagnoli. 23.000 Münzen. Ist für einen 84er Inform ein sehr geiler Preis. Cassius war bei 20k letzte Woche. Jetzt ist er auch schon bei 22, 23k. Das ist ein Spieler, den werde ich mir wahrscheinlich 20 Mal schnappen. Jetzt haben wir den Spieler, auf den habe ich am meisten Bock und das ist dieser Kollege. Ist gerade aktuell mit Abstand der billigste 83er Inform, dazu noch aus der MLS. Nehmt euch den bitte mit, Leute. Zumindest eben einmal, wenn ihr könnt. Und seine Nationalität, Argentinien, ist auch nicht verkehrt. João Mario. Okay, krass, er ist auch so bei 23.000. Genauso wie Ramagnoli, auch 84er. Da wisst ihr dann Bescheid und jetzt gehen wir rüber schon zu den Rewards. Erstmal zu Division Rivals. Was bekommen wir? Okay, krass, ich bin tatsächlich abgestiegen auf Rang 3. Ich war eigentlich Rang 2. Ich habe gehofft, es reicht, aber mein Gott, nehmen wir halt so mit. Entweder 36k, ja, was ist das? Pack 1 oder Pack 2? Steht da nicht welches Pack? Ich nehme jetzt einfach mal diese Option. Ein Pack oder ein Pack, nehmen wir mal mit. Komm, letztes Mal haben wir die Münzen genommen, diesmal nehmen wir jetzt mal die Packs. Ist auch in Ordnung. Und was ist es denn am Ende? FIFA weiß selber nicht, was es ist. Jetzt gehen wir rüber zu Foot Champions. Wir haben es leider nur geschafft, Gold 1 zu erreichen. Ich hätte maximal 22 Siege holen können. Ist ziemlich bitter gewesen. Das Spiel hat sich gerade eben wieder aufgehangen. Jetzt muss ich dashboarden, jetzt bin ich wieder drin. Und wir qualifizieren uns jetzt mal. Zugang jetzt einlösen. Wir haben übrigens
übrigens 50.000 Münzen plus oben bekommen, Gold 1 erreicht, Elite gechoked und jetzt gehen wir doch mal rüber zu den Packs. Es geht los mit den Player Picks. Ihr wisst, welchen Spieler wir unbedingt haben wollen, ist zum einen natürlich Mertens und Timo Werner. Mal schauen, linker Daumen, bis jetzt hat er mir wirklich Glück gebracht. Wir schauen mal, let's go, erstes Pack öffnet sich, komm bitte, komm. Okay, ja, nicht so gut. Das ist nicht so geil. Welchen Spieler werde ich jetzt nehmen? Ich schätze mal Chilwell, 81er Premier League Spieler, nehmen wir mal den. Das war kein guter Start. Na gut, dann machen wir jetzt ein Auspack. Bitte, ey, nicht so ein Katastrophenpack. Komm schon. Wir wollen uns jetzt einmal noch freuen. Komm bitte, komm. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen mein Glück wirklich ein bisschen ausgekostet. Das ist so mein Gefühl gerade. Was will man machen? Wir nehmen den Franzosen. Ist diesmal wirklich ein sehr schlechter Player-Pick. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gezogen habt. Aber mein, man kann nicht jede Woche ein Mané ziehen, ein Di Maria oder zum Beispiel ein Alexandro in Rot. Das war das erste Mal, dass die Packs mal nicht so gut waren. Und jetzt ziehen wir das Trikot um. Hat nicht so Glück gebracht. Inter Mailand hat letzte Woche richtig rasiert. Mit denen haben wir Mané gezogen. Und jetzt öffnen wir aber erstmal das seltene Spieler-Pack und danach das seltene Gold-Pack mit dem Trikot. Danach ändern wir wieder. Und vielleicht ein Walkout. Komm schon, Baby. Nein, kein Walkout. Aber wenigstens die Wende. Spanien. Alter, immer wenn Spanien kommt, dann ist man schon fast enttäuscht. Aber es wird wenigstens ein Basket. Und was ist da? Depay. Ach, nee. Seltene Goldpack. Das hat mich bis jetzt noch nie irgendwie überrascht oder geflasht oder was weiß ich was. Meistens sind es echt Katastrophenpacks. Das war's an dieser Stelle. Oh, Kolumbien, Falcao. Nee. Sanchez, Kollege, willkommen im Team. Ich glaube, der sollte noch ein bisschen was kosten. Ich habe keine Ahnung, früher hat er mal 50.000 gekostet. Jetzt ist er wahrscheinlich so bei 30 oder so. Hey, das ist nicht verkehrt, ohne Spaß. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, so 30.000. Jetzt haben wir schon quasi eigentlich Gewinn gemacht. Dadurch, dass wir die Packs genommen haben, anstatt die 36.000 Münzen. Und jetzt geht's rüber zu den richtig interessanten Packs. Und das sind die 100.000 Pack. Let's go. Erstes 100.000 Pack öffnen wir mit dem rechten Daumen. Vielleicht hat er jetzt heute ein bisschen mehr Erfolg. Komm. Ah, Mann, keine Walkouts, Alter. Was ist los, Mann? Die Wände sind da. Frankreich kommt. Ah, Fekir. Fekir ist nicht schlecht, oder? Fekir kann sich vielleicht auch ein bisschen sehen lassen. Das ist nicht verkehrt. Verbirgt sich was dahinter. Komm schon, bitte, komm. Nee. Okay. Juventus, bring uns bitte Glück. Wir brauchen ein gutes Pack. Okay, wir haben Sanchez, wir haben Fekir bekommen. Player Picks waren eine richtig Katastrophe. Let's go. Walkout, komm. Komm, Walkout, bitte. Jetzt sei was richtig geil. Komm, Baby. Immobile? Immobile ist gut, Leute. Immobile ist okay. Keine Frage. 87er. Walkout nehme mit. Jawoll, Mann. Ohne Spaß, ich bin ein bisschen erleichtert. Das Pack-Opening ist also jetzt schon mal nicht schlecht. Hat sich noch gerade so zum Guten gewendet. Und wir bekommen noch ein Payet, ein Rüdiger. Immobile auch nochmal 30.000. Das ist ungefähr unsere Ausbeute aus dem Reward. Insgesamt so 150.000 Münzen gemacht. Ist in Ordnung. Ich werde jetzt noch ein bisschen einkaufen gehen. Die Spieler, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und dann würde ich sagen, Leute, war es das heute schon mit dem Video. Lasst gerne trotzdem, auch wenn wir nicht das allerheftigste Pack-Luck hatten, gerne ein Däumchen nach oben, da würde mich freuen. Und schaut später vorbei bei der nächsten Folge von United. War ziemlich lustig, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.